Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dreamfall. Wir müssen aus der Traumwelt entkommen. Wie wir das machen, ist eine gute Frage. Ich denke mal Bewusstsein. Ich habe mal versucht, meine eigenen Gedanken zu lesen. Die Rückkopplungsschleife war übel. Ich bin in meinem eigenen Kopf herumgeflippt, wie ein Abbild im Spiegelkabinett. Das, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Das Signal aus meinem komatösen Gehirn ist zu schwach. Es wird von meinem wachen Gedanken übertönt. Um in mein Unterbewusstsein vorzudringen, müsste ich das Signal irgendwie verstärken und den Lärm meines wachen Geistes abschwächen. Ich liege im Koma. Ich glaube nicht, dass ich noch langsamer werden kann. Okay. Der nächste Schritt wäre Stillstand. Und nein, Stillstand wäre schlecht. Die Idee ist beängstigend, aber wenn ich irgendwie die Medikamente umstelle, die ich erhalte, kann ich mein Gehirn vielleicht aufrütteln und das unterbewusste Signal verstärken. Wer weiß, keine wer weiß. Keine Ahnung, ob das klappt oder ob es mich umbringt. Versuch es einfach. Welche Wahl habe ich? Leider kann ich von hier aus keine Knöpfe drücken. Ja. Die Maschine ist draußen in der physischen Welt. Ich glaube nicht, dass meine Traumkräfte so weit reichen. Es sei denn, ich kann irgendwie den Zustand der Dinge beeinflussen, die hier wiedergespiegelt werden. Leuten, die es nicht versuchen wollen, kann man nicht helfen. Was zum Teufel? Kann ich hier irgendwie drauf zugreifen? Ich weiß nicht, ob das Diagramm korrekt ist. Nein, das oder hat nur Bonker, das kannst du irgendwas tun. Mein alter Vatila. Okay, anscheinend nicht. Das ist die einzige Verbindung zwischen der Zeit der Geschichten und daheim. Ja, dann mach doch irgendwas. Ich habe mal versucht, meine eigenen Gedanken zu lesen. Gott, verdammt nochmal. Muss ich das... Nein, so. Einfach Leertaste drücken und bla 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 bla. Kann ich hier irgendwas tun? Die Zeit der Geschichten. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier bin. Anscheinend nicht. 6 Monate? 9? Dad. Gabriel kommt jeden Tag vorbei. Er bittet ständig um Verzeihung. Ich wünsche, das scheint kein Bewusstsein, keine Gedanken zu haben. Wer weiß, du weißt niemals, welche Gerätschaft in Wahrheit Gedanken empfängt. Da gibt es keine Lichtquelle. Oh! Das kann ich tun? Oh, Kacke. Die Maschine spielt verrückt. Ich fühle mich verdammt komisch. Die Maschine dreht irre Mengen an Medikamenten in den Körper. Ich wollte bloß ein bisschen was zur Stärkung. Keine Überdosis. Ich bin im Himmel. Cool. So, was mache ich jetzt? Kann ich jetzt irgendwie in meinem Bewusstsein? Also gut. Der heftige Chemikaliencocktail, den die Maschine in meinen Körper injiziert hat, verstärkt das Signal des Unterbewusstseins. Aber jetzt ist es zu schnell, zu schrill. Wie ein Gedankengang, der auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Ich bekomme es nicht richtig zu fassen. Langsam. Bewusstsein. So. Hey, Fräulein, wo willst du denn hin? So einfach hast du dir das also vorgestellt? Kleines Schwätzchen mit dem großen Meister und dann Sayonara. Hä? Zeit der Geschichten und neuer Versuch, neues Glück? Du spinnst ja wohl. Du bleibst schön hier bei mir und tust das Einzige, was wir zwei gut können. Tot sein. Die Widmin, was habe ich mir bloß gedacht? Sie hat recht. Bin ich wirklich diese Person? Wer bist du? Ja, das würde ich mal gerne wissen. Nicht mehr, wer du bist? Oder wer du warst, bevor du angefangen hast, die Heldin zu spielen? Die Träumerin? Die Retterin der Welten? Ich bin diejenige im Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch eine Stimme gibt, die schlechter sein Alles könnte. Alles an dir ist eine Lüge. Ich bin die verfluchte Wahrheit. Daran kommst du nicht vorbei. Komm erstmal in die Pubertät, Olle. Ein Stimmbruch wird dir gut tun. Ach so. Ich will jetzt aufwachen. Also diesmal läuft es anders. Och, ist ja niedlich. Nein, du gehst nirgends hin. Du lässt mich nicht zurück. Nein. Halt dein Maul. Hau bloß ab. Hau ab. Verdammt nochmal.
Siehst Hau da ab! Du? Deswegen kommst du nicht weiter. Du lehnst dich selbst immer noch ab. Deine Vergangenheit. Schaust nicht mal in den Wenn du meine Vergangenheit bist, dann... Du schämst für das, was du da siehst. Du schämst dich für mich. Ja, ich schäme mich auch immer für mich, wenn ich in den Spiegel gucke. Ach so. Jetzt wach mal da doch mal auf. Also diesmal läuft es an. Nein. What the fuck? Das habe ich mir bloß keine. Ich gehe nach Hause. Nach Hause, klar, warum nicht? Warum nicht nach Hause gehen? Kein Ding. Aber, oh, warte mal. Dein Vater hat dich angelogen. Deine Mutter hat versucht, dich umzubringen. Du hast deine Freunde in Gefahr gebracht. Sie alle verloren. Jeder. Alles, was dir wichtig war, ist dahin. Hast recht. Klingt wie ein perfektes Zuhause, in das du da zurückkehrst. Naja, Menschen, die dich hassen, sind immer noch besser, als allein zu sein. Vielleicht auch nicht mehr schön. Es ist nicht perfekt. Ich verlange kein perfektes Zuhause. Was soll's? Einfach bloß ein Zuhause. Und ich will mein Leben wieder haben. Obwohl du gerade eben das komplette Gegenteil behauptet hast, aber... Hast du die einstudiert? Wie hast du mich genannt? Oh, habe ich da etwa einen empfindlichen Nerv getroffen? Das warst du. Du warst dort. Hast Faith Lebewohl gesagt. Es steht dir nicht zu, das gegen mich zu verwenden und mich zu verspotten. Hä? Das war ich auf keinen Fall. Du hast mich schon vorher zurückgelassen. Du hast dein wahres Ich ignoriert und angefangen, die Heldin zu spielen. Als ob das je was bringen würde. Ja, sorry, ich bleib lieber in meinem falschen Ich. Die hat eine sexyere Stimme. Du erwachsen. Nicht mehr die jammernde Zicke, die ich früher war. Aber weißt du, schon in Ordnung. Ich akzeptiere das, was ich mal war. Ich akzeptiere dich. Erspar mir den Schwachsinn. Du belügst dich selbst. Du willst doch mit mir gar nichts zu tun haben. Ich bin bereit, die anzunehmen. Ja, dann geh doch weg. Die ich bin und die ich sein werde. Ach, echt? Und... Müssen wir die annehmen? Können wir die nicht einfach irgendwie eine klatschen und den Berg darunter schubsen? Früher habe ich immer gewusst, wo mein Leben hinführen sollte. Aber ich bin nicht... Früher habe ich genau gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Das war sicher. Früher... Man sollte immer nach vorne gucken. Ich weiß noch nicht. Du bist jetzt ein Teil von mir und wirst es immer sein. Wir brauchen einander. Deine Entscheidung wird Konsequenzen haben. Da draußen wartet das Leben. Lass uns rausfinden, was da los ist. Und ich lebe. Wow. Guten Morgen, Schneewittchen. Das hat viel zu lange gedauert gerade. Ja, ich verstehe es. Ich verstehe, dass weißes Licht sehr schön ist für die Augen. Sehr schonend. Ich wollte ja schon immer mal wissen, wie eine Brille an mir aussieht. Ja, sehr schön. Sind wir hier jetzt bei Bloodborne mit den Ladezeiten, oder? Ah, ich höre was. Ah. Chapter 2. Aufwachen. Dings. 3 Monate später. Okay, das, 2015. Guten Abend, Aufseher. Wie geht es euren Gefangenen? Kommandant, es ist alles in Ordnung. Wenn ihr wollt, führe ich euch. Ich bin nicht hier, um euer Gefängnis zu inspizieren, Aufseher. Ich will über einen bestimmten Gefangenen reden. Ah, euren Apostel. Alvane, er ist kein Apostel mehr. Er war ein Werkzeug. Ah, der Typ, aber es ist stumpf der ins Gefängnis geworden ist, geworfen wurde. Nein, es ist Zeit, das alles hinter uns zu lassen. Könnt ihr mir das bitte übersetzen, Kommandant? Alter, deine Nase! Meine Fresse, da kann man Flugzeuge drauf landen. Zwischen den Zeilen zu lesen. Wir möchten, dass Kian Alvanes Hinrichtung beschleunigt wird. Aha. Ich dachte... Müsst ihr ihn immer so von der Seite zeigen? Ah, bitte! Seit wann seid ihr ein Experte für die Gesetze der Asadi-Aufseher? Das bin ich natürlich nicht. Mach's weg! Töte es! Vorschriften, Kommandant.
Mir wurde gesagt, Kien Alvane würde nach Sadir geschickt. Und ich sage euch, ihr sollt seine Strafe vollstrecken. Noch heute. Und nebenbei bin ich Bauchredner. Unmöglich. Ich müsste den Henker herbestellen Wie und... Wie bald? Nun, frühestens bei Tagesanbruch. Aber das ist immer noch... Dann bei Tagesanbruch. Was ist mit den Papieren? Den korrekten Dokumenten? Unterzeichnet und abgestempelt? Das sehe ich so aus, als ob mich das interessieren das würde. Auf eine von zwei Weisen, Aufseher. Entweder macht ihr, was man euch sagt und richtet Kien Alvane bei Tagesanbruch hin. Diese Mundbewegung. Oder ihr hängt direkt neben ihm, wenn die Sonne morgen früh die Spitze der Mönchsfeste küsst. Das Weitere überlasse ich ganz euch. Ihr habt eure Befehle, Gott, Aufseher. Alter, deine Nase ist so groß wie das Kinn von dem Typen. Barbar. Gott, ich hoffe, ich muss ihn nie wiedersehen. Ich habe nur noch eine Erinnerung an meine Mutter. Sie hielt mich eines Nachts ganz innig und sang ein altes Lied aus ihrer Heimat. An die Melodie erinnere ich mich nicht, aber an die Worte. Lass die Stürme wehen, den Regen fallen. Hör den Ruf des Henkers laut erschallen. Schlaf, Kind, schlaf. Schlaf in Mutters Schoß. Eine sehr gemütliche schlaf, Zelle kind, hast du schlaf, da. Lass meinen Arm nie los. Sieh Verräter sterben in Agonie. Sieh die Schatten kommen und sie holen sie. Bald sind wir frei von Weh. Zusammen ewig in der kalten, kalten See. Zumindest haben sie die Lichter schön. Ah, wow. Alvane, ihr seid hier. Gut. What the fuck, du bist... Wie ich höre, habt ihr euer letztes Mal abgelehnt. Schade. Ich habe das Menü höchstpersönlich genehmigt. Es gab... Beweg doch erstmal deinen Mund richtig, bevor du mit mir redest. Schweigen. Gut. Ihr wart immer ein Mann weniger Worte, Alvane. Ein rationaler Pragmatiker bis zum Ende. Das erkenne ich an. Wie ihr wisst, wird eure Hinrichtung im Morgengrauen stattfinden. Ich muss zugeben, dass ich neugierig bin, warum es nach so langer Zeit plötzlich so eilig ist, dass ihr sterbt. Sehr neugierig. Aber deswegen bin ich nicht hier. Nein, wie ihr ebenfalls wisst, habt ihr die Wahl zwischen dem Galgen und der Enthauptung. Soweit mir bekannt ist, müsst ihr eure Vorliebe noch äußern. Wenn ihr keine Wahl trefft, muss ich über das Hinrichtungswerkzeug entscheiden. Ich möchte lediglich sicher sein, dass jedes I einen Punkt und jedes T einen Strich hat. Ein Krieger verdient den Tod durch die Klinge. Aber verdiene ich diesen... Ein Krieger verdient den Tod durch die Klinge. Selbst wenn ich mein... Soll er entscheiden. Gut, dann werde ich diese Wahl treffen. Habt ihr keine Familie, Alvane? Mir bedeutet meine Familie sehr viel. Fast so viel wie meine Pflichten in dieser Stadt und diesem Amt. Ich würde ungern in der Gewissheit sterben, dass sie keine Antworten erhielte. Keinen Leichnam zum Begraben. Keinen Abschluss. Ich weiß, dass ihr ein Mann des Glaubens seid. Ein Mann mit Prinzipien. Und mir ist klar, dass Dinge geschehen sind, die euch an eurer Berufung zweifeln lassen mussten. Ich verstehe allerdings nicht, warum ihr einfach aufgegeben habt. Aufgehört habt zu kämpfen. Verstehen. Wie könnt ihr könntet es nicht verstehen. Vielleicht doch, Alvane. Vielleicht würdet ihr erkennen, dass wir uns ähnlicher sind, als ihr dachtet. Nein, sind wir nicht. Kein Heimatland, nichts, wofür ich kämpfe. Also lasst mich. Ich will mich in Frieden auf den Tod vorbereiten. Nun gut, wie ihr wollt. Alles ist korrekt eingetragen. Ich habe keinen Grund, den Hinrichtungsbefehl in Frage zu stellen. Sie drohten mir sogar mit der Absetzung. Und Schlimmerem, sollte ich mich ihren Befehlen widersetzen. Sie kennen mich nicht sonderlich gut. Drohungen bedeuten gar nichts.
Korrekte Schriftstücke hingegen. Ich werde wohl hinnehmen müssen, dass meine Fragen für immer unbeantwortet bleiben. Ich habe auch eine große Frage an dich. Was ist mit deiner Nase passiert? Alvane, der Strick wird euch erwarten. Nur so nebenbei, das liegt nicht an meinem PC, dass sich die Lippen von den Typen nicht richtig bewegen. Das ist einfach das Spiel. Und ich find's einfach nur lustig. Steh auf, Kian, uns bleibt nicht viel Zeit! What the fuck? Was geht los? Was geht los? Wohin? Was? Wird auch Zeit verflucht. Komm, lass uns gehen! Was ist los? Keine Zeit für Antworten. Wir müssen uns ranhalten. Was ist da unten los? Das, Junge, ist ein bestellter Aufstand. Wir bringen dich hier raus. Oh. Wer bist du? Kenn ich dich? Das hoffe ich doch, verflucht. Du warst so dicht davor, mich mit deinem Schwert zu durchbohren. Was? Die Sumpfstadt? Genau. Wo ich im letzten Moment auf verwegene Weise floh. Du von deinem eigenen Kommandanten verhaftet wurdest. Das war ein Tag, was? Wenn du zum Widerstand gehörst, warum verhilfst du mir dann zur Flucht? Damit du deine Schuld begleichen und uns bei der Befreiung unserer Stadt helfen kannst. Jetzt brauchen wir erstmal den verdammten Schlüssel, um durch das verfluchte Tor zu kommen. Okay. Auch wenn es in dieser Folge nicht sehr viel zum Spielen gab, muss ich hier jetzt meinen Cut machen. Ich bedanke mich auch wiederum, dass ihr eingeschaltet habt. Und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei bei Dreamfall Chapters. Bis dahin, just Fu, bis zum nächsten Mal.